28,9. Und der ORF hat die FPÖ, wo? Bei welchem Resultat? 26,5 haben sie die Freiheitlichen, 18,5 haben sie die Sozialdemokraten, 8,2 die Grünen, die NEOS 4,2 wären draußen, die Sensation KPÖ 11,4%. Also das Wahlergebnis müssen wir uns jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt die ORF-Hochrechnung. 28,9% für die ÖVP. Wir haben sie in unserer Hochrechnung schon angedeutet, dass die Bandbreite bei 28% beginnt. Genauso ist es. 28,9%. Die SPÖ deutlich unter 20%, 18,5%. Eine traurige Klatsche für den David Egger und die SPÖ. Die FPÖ sensationell bei 26,5%, hinter der ÖVP allerdings auf Platz 2 zurück. Die KPÖ bei 11,4 sind Wahnsinn. Plötzlich auf Platz 4, überholen die Grünen. Die Grünen nur bei 8,2%, die NEOS bei 4,2%. Ich muss aber jetzt noch ganz kurz ein weiteres Breaking News machen, bitte. Kriegen wir noch ein Breaking News, bitteschön? Breaking News. So, und jetzt haben wir auch die Hochrechnung von Servus TV da und die ist überhaupt gewaltig, weil Servus TV hat also die FPÖ in einer ersten Hochrechnung ganz vorne gehabt, vor der ÖVP. Die hatten ursprünglich 30% ÖVP, 31,7% für die FPÖ und haben das jetzt korrigiert auf was 29, genau? 29,4 für die ÖVP, 17,9 für die SPÖ, 29,1 für die Freiheitlichen, also knapp hinter der ÖVP, 6,1 für die Grünen, 4,3 für die NEOS und auch da 10,9% für die KPÖ. Ja, also sensationell. Eine Hochrechnung schlägt die andere und das ist jetzt wirklich sensationell, denn sowohl Servus TV als auch die ORF-Hochrechnung haben die KPÖ über 10%, die einen bei 11%, die anderen bei 10,9%. Beide haben die ÖVP unter 30%, auch das sensationell, Servus TV bei 29,4. Der ORF hat die ÖVP bei? Bei 28, irgendwas. Aber ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Servus TV und ORF ist natürlich der freiheitliche Wert. Genau. Weil in der OGM-Umfrage, Hochrechnung, wäre es 29. Liegen die beiden komplett Kopf an Kopf? Das wäre echt das Kopf an Kopf. Und das wäre eine Sensation, während beim ORF liegen die Freiheitlichen deutlich auf Platz 2. Blenden wir noch einmal die ORF-Hochrechnung ein und lassen Sie bitte von Werner Beutelmeier analysieren. Bitte, Herr Professor. Ja, also egal, was wir jetzt betrachten, wir dürfen nicht vergessen, alles noch schwankende Ergebnisse, da wird es noch Zehntelprozent auf- oder abgehen. Aber die zentrale Botschaft, die wir gegeben haben, nämlich bereits um 16 Uhr, die zentralen Prognosen, die es von Österreich gab, die waren alle am Punkt, denn wir haben gesagt, es wird knapp, es wird eine massive politische Veränderung geben und Wilfried Haslauer muss zittern. Und das ist jetzt eingetreten. Er liegt da um den 30er, ob er knapp drunter ist oder zwei Zehntel drüber ist, das macht jetzt keine andere Botschaft. Das bedeutet also eine fatale Entwicklung, eine dramatische Situation. Er ist hauchdünn vorne, ob er das hält, wird der Abend erst weisen. Und es ist natürlich ein unglaublicher Achtungserfolg der 30-jährigen Marlene Swaczek, die da wegstartet von 18, irgendwas auf über 10% auf 28% Man oder über 28%. Man muss übrigens auch das sagen, was Sie gesagt haben, Herr Professor. Die ÖVP hat also tatsächlich jene 9-10% verloren, die sie überall verloren hat, auch in Salzburg, und ist damit von ihren 38% auf 28% runtergedonnert. Das heißt, die Hoffnung, dass man in Salzburg weniger verlieren wird als in Tirol und Niederösterreich, ist nicht aufgegangen. Die SPÖ fällt klar unter 20%. Das ist eine schwere Klatsche für die Partei am Tag vor ihrer Mitgliederbefragung. Die FPÖ steigt im ORF auf 26,5. Aber das wird noch spannend werden, denn wir wissen, der ORF hat gewisse Ressentiments der FPÖ gegenüber. Servus TV, dass da weniger Ressentiments hat. Vielleicht eher Sympathien für die FPÖ hat. Da sehen wir, die haben beide komplett gleich auf.
Die haben nämlich die ÖVP bei 27,4 und die FPÖ bei 27,1, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. 29,1 zu 29,4. Ich glaube, also bei Servus TV 29,4 für die ÖVP, 29,1 für die FPÖ. Da könnte also die FPÖ im Lauf des Abends die ÖVP noch überholen? Ich glaube, wenn das passiert, was wir aus anderen Bundesländern kennen, dann ist natürlich das Ergebnis von Salzburg-Stadt das Ergebnis, das die Freiheitlichen eher noch ein bisschen nach unten drückt. Das heißt 26,4 bis 27. Das haben wir auch in Niederösterreich gesehen. Am Anfang waren die Daten eher zu hoch in den ersten und ist dann nach unten gegangen. So oder so hätte sie dann ungefähr 8 Prozentpunkte plus, was schon sehr, 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 sehr viel ist. So.